Hi, herzlich willkommen wieder zurück bei Tactical Gun Weird. Heute haben wir hier das HK-243. Ja, vielen euch das HK-243 bekannt als G36. Das ist aber die Zivilvariante. Es verhält sich nämlich so mit G36. Das G36 wurde ursprünglich erst fürs Militär hergestellt und später, nachdem auch der gewisse Andrang war, hat Heckler & Koch sich entschieden, auch eine Zivilversion zu machen, weil eben der Absatzmarkt dafür auch da war. Und dann hat man zuerst eine andere Version von dem hier gemacht. Die hieß damals ursprünglich SL8 und jetzt gibt es das 243. Ich habe, glaube ich, auch das SL8 schon in der Hand gehabt. Da gibt es wesentliche Unterschiede in der Bauart. In der Variante, die ich gesehen habe, hat man hier hinten zum Beispiel nicht die Möglichkeit, das einfach so abzuklappen und dann Bodenstück und Schließfeder mit rauszunehmen, sondern das Ganze war verbunden mit dem Griffstück. Das heißt, Griffstück raus ist gleich Bodenstück, Schließfeder mit raus. Die waren nicht trennbar. Hier ist es aber schon eher wie bei der militärischen Variante, alles einzeln rausnehmbar. Das HK-243 hat das Kaliber 223 Remington oder halt auch 5,56 NATO. Das sind halt eben die zwei verschiedenen Bezeichnungen dafür. Ganz normal kriegt ihr das in Schwarz oder auch in Sandfarben. Das hier wurde natürlich nachbearbeitet grün. Und zusätzlich seht ihr hier oben, wurde eine extra Picatinny-Schiene drauf gebaut und auch das Handstück ist nicht das Originale. Auch da haben wir schon zum Beispiel andere Anbauten wie diesen abgewinkelten Griff. Und halt eben diesen Handgriff, Handschutz mit Picatinny-Schiene. Oben drauf haben wir auch zusätzlich das Holosun HS510C und hier einen Magnifier, von Bushnell. Das sind alles so optionale Dinge, die man draufbauen kann. Das Ganze ist ein Gasdrucklader. Sieht man auch hier vorne in Handschutz, kann man nachher mal ein bisschen näher ranfilmen. Da sieht man auch schön den Gaskolben, der die Gasabnahme macht, dann quasi auf die Antriebsstange nach hinten führt, damit der Verschluss repetiert. Genau, das läuft dann so. Hier haben wir halt eine Besonderheit zu anderen Waffen oder Sturmgewehren der ähnlichen Generation. Hier läuft der Verschluss quasi mit dem Ladehebel komplett mit, oder mit dem Spannhebel, wie man auch sagt. Das läuft halt quasi zusammen. Bei so Waffen wie zum Beispiel AR-15-Plattformen läuft quasi der Spannhebel nicht mit, der liegt dann noch hinten dran und der Verschluss läuft für sich einzeln. Ja, die Rohrlänge hat hier 421 mm und allgemein das Gewicht liegt bei 3,21 Kilo. Was hier halt auch zum Beispiel eine schöne Sache ist bei Heckler & Koch, ist der Sicherungshebel, der sich hier in 45 Grad auf Feuern setzt und dann wieder zum Sichern. Recht leicht zu bedienen ist, und zwar beidseitig. Das ist halt ein großer Vorteil an dieser Waffe. Während man halt bei anderen Waffen wirklich mit dem Sicherungshebel kämpfen muss, das geht hier spielend leicht. Okay, jetzt im Anschluss zeigen wir euch mal, wie diese Waffe performt auf der Range. Hoffe, euch hat es gefallen und wenn ihr weitere Fragen habt, natürlich immer raus damit. Vielleicht kann ich euch noch anderes näher hier unten in den Kommentaren beantworten. Läuft nicht bei dir, hä? Nee.
Schussliste, da kannst du mit dem schießen. Dankeschön. Display schaltet sie automatisch immer ab, oder? Genau. Echt sauber. Tip top. Ja. Dann schieße mit dem Ding. So, Herr Dormitz, komm mal her. Außenrum. Ich bin auch ungedient. Aber ich hatte einen Boxtrainer, der. Wie kommst du recht? Eigentlich alle meine Boxtrainer waren. Ich habe nur gerade gemerkt, ich habe ein bisschen zu tief angehalten. Ah, jetzt weiß ich. Jetzt seid ich gleich raus. Ja, ja. Mal. Oder bei Sturm. Sehen und lernen. Sehen und lernen. Das eine war ein Warnschuss, oder? Fünf. Ja, eins. Die andere habe ich einmal nicht getroffen, aber die andere habe ich ja. Nee. Aber gerade. Mittlere fällt nicht mehr um. Große. Oder deine Munition ist zu spitz, die geht durch. Okay. Roland, schieß mal du auf die Mitte, auf die Fallen. Ja, zügig. Machst du mal von der Stellung auf und mir Fotos mit meinen. Hoffe, euch hat's gefallen. Ihr lasst ein Like da und abonniert mich. Dann bis zum nächsten Mal bei Tactical Garnibiert. Garni out.